Es war tatsächlich mein Ziel, die Goldmedaille zu holen, weil ich die Weltjahresbestenliste anführe. Also, ja. Zusammen. Ja, war ziemlich kompliziert, vor allem der erste Wettkampf von mir. Es hat geregnet und es war sehr windig und sehr kalt. Ich hatte noch nie in meinem Leben zuvor einen Regenwettkampf oder sogar ein Training hatte ich auch noch nie im Regen. Trotzdem finde ich, habe ich es gut gemeistert dafür. Und heute waren Top-Bedingungen. Sonne, das Publikum war da, Leute, die mich unterstützt haben, leichter Rückenwind, also perfekt. Ja, jetzt die Wintersaison erstmal ganz ruhig machen. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch noch entspannt. Ich versuche, zur U20-EM zu kommen, dass ich da starten kann. Und, ja. Schon groß, aber es ist möglich. Also, wenn mir bei irgendeinem Wettkampf eine 40 oder 50 rausrutscht, dann ist da schon was drin, ja. Ein Thema für dich? Wenn es mit meiner Entwicklung so weitergeht, kann man spekulieren, vielleicht. Ich denke aber eher 24. Aber es war so ziemlich der größte Wettkampf in meiner bisherigen Karriere. Alles super schön hier, das Dorf, die neuen Leute kennenzulernen, die Aktivitäten, die man machen kann, neue Freundschaften. Ich glaube, so eine Chance werde ich nie wieder bekommen.